So, haben wir, ich denke mal, eine oder sogar gleich zwei neue Teflonplatten auf der Kupplung. Das werden wir dann später sehen, weil jetzt habe ich keine Zeit, weil ich muss hoch in eine Firma. Sonst würde ich euch das schnell zeigen, hinten, aber ich muss in eine Firma, weil der Auflieger heute noch Termin hat in der Isenburg. Deswegen drückt ein bisschen der... Zeitschuhdruck. Zeitdruckschuh? Egal, ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt ja hier diese enge Ortsdurchfahrt aus mehreren Videos. Ihr seht das gerade hier, kommt mit so einem kleinen Baustellen, keine Ahnung, Mulden, Kipper, Gedöns, Wagen hier aus der Seitenstraße. Und überall auf den Bürgersteigen sieht man hier schon Markierungen für Arbeiten. Und Warnbarken stehen hier schon überall. Also irgendwas wird hier demnächst aufgerissen. Dann wird die Ortsdurchfahrt noch enger. Hier vorne kommt gleich, da buddeln sie schon, da ist schon so eine Engstelle. Da muss man sogar schon über einen Zebrasteig, wollte ich gerade sagen, fahren. Da muss man sogar schon über einen Bürgersteig fahren, weil das hier so enge ist. Und wenn sie diesen ganzen Ort, das sieht so aus irgendwie nach Internet oder so, was sie hier machen wollen für die Häuser. Kriegen die etwa Glasfaser? Kann ja nicht sein. Überall auf der Straße Markierungen. Das wird ja lustig werden. Also ich hoffe mal nicht, dass ich demnächst noch mal in die Werkstatt muss. naja, wollte ich nur mal sagen. So, jetzt fahre ich hoch in eine Firma. Und dann entscheide ich, ob wir den Auflieger weiterfahren nach Neu-Isenburg. Oder was anderes. Was erfahrt ihr gleich. Im Deutschen Bundestag. Im Deutschen Bundestag. Schade. Also, kurz zur Erklärung, ich fahre weiter, ich sage immer wir, ist egal, ne? Wir. Ihr fahrt ja immer mit, also sind es wir. Hier übrigens, by the way, stehen die ganzen Actros ohne Spiegel, die noch nicht angemeldet sind. Moment. Da hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. Nagelneu. Wie gesagt, ich finde das System der Kamera mega geil. Einige fragen mich auch immer, wann sind mal Videos mit dem, ja, er heißt wieder überall MP5, obwohl es für mich kein MP5 ist. Ich weiß es nicht, es ist ja, weiß ich, wie der heißt, ist mir auch scheißegal. Ich nenne ihn jetzt auch mal einfach New Actros 2, Facelift 2, MP5, egal. Also solange ich, wie ich in Scania fahre und nichts Unvorhergesehenes passiert, werden da wohl keine Videos kommen mit dem Actros. Na komm. Na gut, dann fahre ich. Deswegen müssen da einige Leute, die sich immer freuen. Was macht denn er hier als sein Privatauto? Warum ist er dusselig? So. Ja, werden da also, wenn dann spontan mal ein Video, ansonsten wird da nichts kommen. Weil ich ja, wie gesagt, ich habe mein festes Auto. Ah, schön, so ein frisch gewaschener LKW. Habe ich gestern gewaschen, aber da es ja heute nicht regnet hat, also sieht richtig geil aus. Da will ich mal kurz mal zeigen, die Teflonplatte, die sie mir neu gemacht haben. Ist jetzt zwar schon wieder ein bisschen in Gebrauch, das könnt ihr sehen, diesen Halbkreis hier. Das ist die alte, die ist quasi schon eingeschliffen, sage ich mal. Die guckt noch so ein bisschen raus, ein bisschen nupsi. Und die ist hier an diesen ganzen Punkten, ist sie verschraubt. Ja, und die habe ich gestern irgendwie, keine Ahnung, wird die sich irgendwo unterm Auflieger, ich weiß nicht wo, wird die sich eingehakt haben. Kein Plan, weil das kann ja nur hier sein, an den Kanten irgendwo.
Weil es war auch ein Langauflieger, den ich gestern hatte, den ich abgestellt hatte. Ich musste quasi, ich bin vom Bolzen rausgefahren und dann gleich scharf nach links. Und da hat die sie abgepopelt. Keine Ahnung warum. So, und den Kumpel nehmen wir uns jetzt hier. Nagelneuer Langauflieger. Kiki. Ist halt schön, habe ich euch mal schon im letzten Video gezeigt. Ist ja die Seiten bei dem Ding mitblinken. Kompletto. Ja. Den hängen wir uns jetzt an. Und dann geht's nach Hause. Und dann geht's morgen nicht mehr in Süden, dann geht's morgen in Norden. Nach Stelle. Weil hier sind 60 Rollis drauf, die wir abladen. Was tut man nicht alles für Aufnahmen? Ja, Jungs und Mädels. Ah, warte mal. Hat man auch schon nicht mehr. You spin me right round, baby right round. Nagelneue Reifen. Profil. Seine Mutter, Alter. Oh, wir haben ja rote Unterlegkeile. Nicht mehr nur gelb. So, jetzt seht ihr das? Er blinkt unten und er blinkt oben. Sehr schön, Blombis dran, Lichter gehen. Und er blinkt wie auch bei Dirk seinem Nigelnagel 9 Actros auch die gesamte Seite entlang. So. Blink, blink. Blink, blink. Blink, blink. Ja, haben wir das. Ab nach Hause und dann sehen wir uns morgen in Stelle. Wenn heute nichts mehr passiert. So machen wir das. So machen wir das. So machen wir das. So machen wir das. Licht aus, Warnblinker aus, Fahrniveau, Navi zum Heimatort. Kein Gefahrgut. Nein, los geht's. 16.13 Uhr. Wir haben es 13.17 Uhr. 15.30 Uhr. What? Ich war 2 Stunden 40, 45. Pew!
aus. Ist aus? Ist an. Erstmal schönen guten Abend. Wir haben es den Montag. Eine neue Woche beginnt in der Spätschichtwoche. Ich bin gerade in einer Außenhalle von uns. Da soll ich diesen Auflieger abstellen, weil wir lagern für einen Kunden aus Bad Fallingbostel, lagern wir hier Ware ein. Ui, ui, ui. Huch, was war denn das? Eine Nussschale. 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 Ja, lagern wir hier Ware ein. Und da im Moment keiner von unseren Lagerarbeitern hier ist, soll ich ihn am Rand abstellen. Und unser Maffi, der hier rumballert den ganzen lieben langen Tag, der wird dann, der wird dann den bei Gelegenheit ans Tor stellen, damit die Ware ordnungsgemäß eingelagert werden kann. Ja. Doch, Moment mal, ihr müsst mal. Moment. Was ist los jetzt da? Immer wenn man, ach, das ist immer. Mit einer Hand ist immer nicht so schön. Naja, ich stelle den Aufwieger jetzt ab. Und dann geht's quasi eine Halle weiter zu der hier. Aua. Da. Und dahinter geht dann mein Auflieger für nach Stockstadt. Dann fahre ich nach Stockstadt, dann hier wieder her. Genau. Ja. Nee, jetzt ist schnell. Was mache ich denn hier?